Hallo und willkommen zu einer Spielvorstellung / Regelerklärung hier im Brettspielparadies. Ich bin der Markus und heute sprechen wir über Detective Erste Fälle. Das ist ein Krimi-Brettspiel von Ignacy Trevicek, in Deutsch rausgekommen bei Pegasus. Ab 12 Jahren wird es empfohlen. Je nach Fall dauert das Ganze 90 bis 120 Minuten und ist von 1 bis 5 Spielern spielbar. Wir schauen uns das Ganze jetzt gleich an. Da die Regeln sehr schlank sind, verzichten wir auf ein separates Regelerklärungsvideo und ich zeige euch ganz schnell, wie man Detective spielen kann. Das ist die familienfreundliche Einsteigervariante des normalen Detectives, das ja im Kennerspielbereich angesiedelt wird, steht irgendwo da oben und soll die Familien quasi in dieses Kooperative so ein bisschen einführen. Es geht natürlich darum, man ist ein Ermittlerteam und löst Kriminalfälle. Damit beschäftigt sich das Spiel und in diesem Grundspiel, falls es nochmal eine Erweiterung gibt, ich sage jetzt einfach mal Grundspiel, sind 3 Fälle beinhaltet. Das Ganze wird in Karten, also in Kartenform ausgeliefert und man kriegt auch einen kleinen Spielplan, das zeige ich euch gleich. Wichtig ist aber, ihr braucht ein internetfähiges Gerät. Das bedeutet, ein Tablet oder ein Laptop würde ich empfehlen. Man kann aber auch ein PC oder ein Handy nehmen, wobei beim Handy das Display vielleicht ein bisschen klein ist, denn um etwas mehr Atmosphäre zu schaffen, müsst ihr euch in so eine Art Internetdatenbank einloggen, die extra für das Spiel zur Verfügung gestellt wird. Da sind eben die Daten der Fälle, beziehungsweise auch für die anderen Detectives, die das schon kennen, da sind die Daten halt hinterlegt. Und da könnt ihr dann Akten und Laborberichte und sowas studieren, Zeugenbefragungen. Und das ist eben so ein atmosphärisches Ding. Ich finde das ganz nett. Und außer der E-Mail-Adresse müsst ihr auch da nichts hinterlegen, keine persönlichen Daten. Von daher finde ich, das ist wirklich sehr schön gelöst und hebt das Spiel so ein bisschen über das reine Kartenspiel, wie zum Beispiel Unlock oder so. Ja? Von der Atmosphäre her, wobei ich nicht sagen will, dass Unlock ein schlechtes Spiel ist, aber das ist eben halt einfach was anderes und möchte sich damit so ein bisschen abheben. Ich baue das Ganze jetzt fix auf und dann zeige ich euch, wie ihr Detective spielt. Ich habe jetzt hier mal alles aufgebaut, was man für den ersten Fall braucht. Was jeder Spieler noch bekommen sollte, ist Papier und einen Stift, damit er sich eben Notizen machen kann. Und man sollte einen kleinen Plan machen, mit dem man vielleicht die Verdächtigen besser zuordnen kann. Das haben wir zum Beispiel immer über ein Whiteboard gemacht mit ein paar Magneten. Das ist auch kein Problem. Und hier haben wir erstmal die 5 möglichen Ermittler. Da kann sich jeder einen aussuchen. Die haben keine Fähigkeiten. Das ist einfach nur, um ein bisschen Atmosphäre zu geben. Und auf der Rückseite der Ermittler steht noch so ein bisschen was zu dem Charakter drauf, damit man das Ganze auch in so ein bisschen als Rollenspiel spielen bzw. in die Rolle seines Ermittlers schlüpfen kann. Hier ist der zentrale Spielplan. Da wird die Zeit angegeben. Das ist hier unten. Die variiert je nach Fall, den man löst. Und das ist der Uhrenmarker hier. Mit dem wird dann quasi die verbleibende Zeit des Abenteuers bzw. des Falles hier noch angezeigt. Und für jede Aktion, die man macht, verbraucht man eben eine gewisse Zeit. Das steht auf den Karten oder aber es gibt auch generell Zeitverbrauch. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Auto hier von A nach B fahre, also vom Campus zum Beispiel in die Zentrale, dann verbraucht das eine Stunde und der würde quasi hier runtergerückt werden. Es gibt noch verschiedene Marker, die haben wir hier. Die werden verteilt, das sind Aktionsmarker, die werden verteilt je nach Spieleranzahl und Fall. Steht am Anfang immer in der Fallbeschreibung drin. Und diese gelben Marker, das sind auch Marker, die von Fall zu Fall für was anderes benutzt werden. Auch darauf wird man im Fall dann entsprechend aufgeklärt. Hier, das ist unser Deck. Da ist der Fall drin. Der erste Fall heißt natürliche Ursachen. Und hier, wie gesagt, das ist, sind so Personenkarten. Da kann man erstmal nichts anfangen, wenn man die sieht. Das sind die Liste der Personen. Die haben hier unten in der Ecke Nummern, die mit dem Fall zu tun haben. Und irgendwann werdet ihr in dem Fall eben drauf stoßen, dass ihr gesagt bekommt, okay, jetzt decke doch bitte die Person Nummer 7 auf. Dann könnt ihr die da hinlegen und sagen, das ist der Herr sowieso. Und könnt auch Notizen machen, entweder auf eurem Blatt Papier oder eben auf dem Whiteboard oder wie ihr das machen wollt. Dann habt ihr es einfacher, den Fall am Ende zu lösen und vergesst auch keine Informationen. Dann haben wir hier noch Laptop stehen. Alles gut. Und dann kann das Ganze schon losgehen mit dem Vorlesen des Falls. Der befindet sich hier in der Anleitung. Das ist der Flavortext und hier die ersten Sachen, die man so machen kann. Hier steht, wie viel Marker man bekommt und so weiter. Und hier sind die ersten Sachen, die man so machen kann. Wir decken jetzt halt nicht so viele Karten auf, weil ich euch so wenig wie möglich spoilern will. Aber eine Karte werden wir uns gleich zusammen anschauen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ihr wie und wo machen könnt.
Grundsätzlich gibt es zwei Sorten von Hinweisen. Die einen sind mit einem Hashtag gefolgt von einer Nummer gekennzeichnet. Das sind immer Karten hier aus dem Deck. Und dann gibt es noch das Ganze, wenn es mit einem Ad gekennzeichnet ist, dann sind es Sachen, die man in der Antares-Datenbank nachschaut. In der Regel ist es so, es sei denn, es wird im Spiel anders hingewiesen, das Nachschauen in der Antares-Datenbank kostet keine Zeit. Die Karten auszuspielen oder die Karten zu benutzen, kostet schon Zeit. Und wie viel das ist, das steht dann auf der entsprechenden Karte drauf. In der Antares-Datenbank kann man dann zum Beispiel das entsprechende Ad-Zeichen, also steht dann zum Beispiel, schau dir Akte Ad 101 an. Dann geht man in der Antares-Datenbank auf Akte und dann kann man die 101 eben eingeben und dann wird einem die entsprechende Akte oder auch mehrere gezeigt. Dort können sich auch wieder Querverweise befinden oder auch nicht. Dies liest man dann vor und dann kann man sich beraten, wie man denn weiter im Fall vorgehen möchte. Mit der Zeit des Falles verhält sich das so, dass es hier in Stunden angegeben ist und immer wenn ich etwas tue, wird die Uhr hier einfach weiter nach unten geschoben. Bei 5 Stunden steht nochmal hier Zusammenfassung. Da ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich nochmal komplett berät, nochmal alles zusammenträgt, was man denn bis jetzt rausgefunden hat zu dem Fall und den Protagonisten und den Beweisen. Denn dann rennt einem so ein bisschen die Zeit weg. Man muss nämlich dann, wenn die Uhr hier unten hingefallen ist, den sogenannten Abschlussbericht abgeben. Das macht man auch über die Datenbank im Internet und bekommt dann eben die entsprechende Punktzahl ausgeworfen, die man gemacht hat und ob man den Fall gelöst hat. Man wird es nie schaffen, aufgrund der zeitlichen Begrenzung allen Spuren nachzugehen und alle Karten hier zu spielen. Dafür kann man den Fall dann am Ende nochmal neu aufrollen, das erkläre ich dann gleich noch. Als nächstes zeige ich, wie ihr Spuren nachgehen könnt. Ich zeige das mal am Beispiel dieser Karte hier. Hier oben steht immer die Nummer, das ist die Hashtag-Nummer. Hier steht der Ort, wo das Ganze stattfindet. Wenn ihr also auf dem Campus seid und sagt, ihr müsst jetzt ins Labor, dann müsst ihr erstmal eine Stunde bezahlen, denn ihr müsst vom Campus ins Labor fahren und dann nochmal eine Stunde dauert diese Aktion im Labor und ihr könnt euch nicht aussuchen jetzt, das dauert jetzt eine Stunde, das wollen wir lieber doch nicht. Wenn man sich entschieden hat, die Karte zu spielen, muss man sie spielen, man weiß vorher nicht, denn man sucht die Karte ja später hier aus dem Stapel raus, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt. Dann wird der Text vorgelesen auf der Karte. Vorher wird natürlich noch das Ding hier um eine Stunde verschoben und dann folgen hier unten die Anweisungen. Also zum Beispiel, liest den Autopsiebericht Akte 1001. Das würde jetzt in der Antares-Datenbank am PC gemacht werden oder wo auch immer dran. Und dann unten noch ein anderer Inhalt, das ist die Ad-Nummer 101. Dann hat man neue Informationen, um mit dem Ganzen weiterzumachen. Danach kann man sich entscheiden, welche Spur möchte jetzt weiter nachgehen. Diese Anweisung hier unten muss man immer und auch in dieser Reihenfolge durchführen. Wenn ihr euch entscheidet, einen Marker auszugeben, könnt ihr noch das hier unten machen. Müsst ihr aber nicht. Wenn ihr es gemacht habt, dreht ihr die Karte um und dann könnt ihr da noch Zusatzinformationen erhalten. Auf diese Karte, wenn ihr den Marker ausgegeben hättet, hättet ihr also vollen Zugriff. Diese wird dann links vom Spielplan hingelegt. Damit ihr auch später wisst, auf diese Karten, die links liegen, haben wir vollen Zugriff. Habt ihr die Karte nicht komplett abgehandelt, also den Marker hier unten gespart, dann legt ihr sie auf die rechte Seite. Das heißt, die Karten, die auf der rechten Seite liegen, da habt ihr dann nur Zugriff auf die Vorderseite. Wenn auf der Karte etwas draufsteht wie füge SD, SM oder SDNA hinzu, dann könnt ihr das auch in der Datenbank tun. Das steht dann eben für spezielle Spuren, die ihr gefunden habt und die ihr dann in der Datenbank einsehen könnt. Außerdem kann es passieren, dass ihr Gegenstände erhaltet. Da steht dann auch füge hinzu. Das könnt ihr euch dann notieren, denn diese Gegenstände könnten eventuell später im Fall sehr, sehr wichtig sein. Wie ihr die Datenbank durchsucht, das ist sehr selbsterklärend. Das glaube ich, das brauche ich euch nicht zeigen und nicht erklären. Da kann man nicht so viel falsch machen. Wichtig ist, ihr müsst am Anfang, das gilt eben für alle Detective-Spiele, eben das erste Fälle auswählen. Das ist relativ weit unten gewesen momentan. Und da könnt ihr dann eben den entsprechenden Fall auswählen und kommt dann auf die dafür gestaltete Datenbank. Wir kommen jetzt noch dazu, was passiert, wenn ich eine Figur dazu bekomme. Also wenn da zum Beispiel auf so einer Karte steht, nehmt Figurenporträt Nummer 7. Dann nehmt ihr euch das Figurenporträt, schreibt vielleicht den Namen dazu auf und packt den in eure Notizen zu eurer Mindmap hinzu, damit ihr auch wisst, das ist der und der hat das gemacht, steht vielleicht im Opfer,
dem in dem Bezug, hat sich mit ihm gestritten oder was auch immer, damit ihr das wisst. In Verhören oder Gesprächen mit Verdächtigen oder einfach nur mit Leuten, die ihr befragt, dann steht hinter den Sätzen manchmal etwas in Klammern, zum Beispiel NSL, MSL oder HSL. Das steht für das Stresslevel, das die Person gerade in dem Moment durchmacht, in dem sie euch das Ganze erzählt. Also NSL ist ein niedriges Stresslevel, M ist ein mittleres und HSL ist ein hohes Stresslevel. Daran kann man auch so ein bisschen ausmachen, wie fühlt sich die Person gerade und kann ich mit dieser Aussage was anfangen? Kann ich ihr die überhaupt glauben oder ist damit irgendwas im Argen? Wenn ihr auf den Abschlussbericht vorgerückt seid, also hier, dann habt ihr die Möglichkeit, oder dann müsst ihr den Abschlussbericht abgeben und in der App, beziehungsweise auf der Webseite, Entschuldigung, ich sage immer App, auf der Webseite eben eure Bewertung und euren Bericht abgeben. Da werdet ihr ein paar Fragen werden euch gestellt und ihr müsst dann gucken, was ihr da antwortet. Und am Ende wird euch gesagt, ihr habt den Fall gelöst oder nicht. Wenn ihr den Fall gelöst habt, dann gibt es auch nochmal entsprechende Punktzahlen. Und wenn nicht, dann könnt ihr den Fall neu aufrollen. Und falls ihr das machen wollt, dann bringt ihr das Kartendeck einfach wieder in die ursprüngliche Reihenfolge. Also das hier, ja, die Karte würde dann hier wieder zurückkommen. Man kann auch, wenn man will, das Deckblatt wieder drauflegen. Und ihr könnt dann quasi feststellen, ob ihr alle Karten beisammen habt. Und wenn ihr das nächste Mal diesen Fall aufrollen wollt, dann kann man zum Beispiel die Karten einfach nochmal neu durchspielen und geht einer anderen Runde, einer anderen Spur nach, um das Ganze dann aufzudecken, wenn man es nicht geschafft hat. Wichtig ist, dass man anhand, wenn man die Karten mal durcheinander gebracht hat, hier an der 1 kann man immer den Fall erkennen. Also 101 gehört eben zum Fall natürliche Ursachen. Die anderen Fälle haben dann einfach andere Nummern. Und passt bitte gut auf, dass sie immer mit der richtigen Seite nach oben liegen. Das ist immer die, auf der der Ort auch draufsteht. Ich möchte jetzt gar nicht weiter spoilern. Man lernt das Spiel auch so ein bisschen beim Ausprobieren. Wenn euch sowas Spaß macht, dann schaut euch doch einfach Detective mal an. Und wenn ihr noch Regelfragen habt, dann helfen wir euch natürlich auch gerne weiter. Das war unsere Spielvorstellung /Regelerklärung zu Detective Erste Fälle. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen, denn es ist nicht einfach, so ein Spiel zu erklären, wenn man so gut wie nichts spoilern will, euch kein Beispiel so wirklich zeigen kann. Das ist für einen Brettspieler immer sehr, sehr schwierig, weil das Spiel doch sehr, sehr offen von den Möglichkeiten her ist. Ich muss euch aber sagen, wir haben am Anfang auch so ein bisschen im ersten Fall gedacht, was kann ich jetzt machen und was kann ich denn hier noch machen? Dann immer noch mal das Handbuch zitiert, wobei das auch so semi-optimal ist. Also es ist schon schwierig, das Ganze ohne ein Beispiel am Anfang zu spielen, rein mit dem geschriebenen Text. Wir haben es dann nach ein paar Versuchen hinbekommen, indem wir nochmal ins Handbuch dann geschaut haben, einfach während des Spiels, und dann war es aber klar, dann ist uns das Ganze auch gelungen, ohne weitere Unterbrechungen zu spielen. Wenn ihr aber noch Fragen habt oder was unklar ist, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail ins Brettspielparadies. Wir helfen euch natürlich gerne weiter. Das Spiel gibt es auch bei uns zu kaufen, ganz klar. Den Link habe ich wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr das bei uns im Shop beziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst, dann könnt ihr auch die Glocke klingeln und werdet immer benachrichtigt, wenn es neue Videos hier bei uns auf dem Kanal in Sachen Brettspiele gibt. Ich darf mich bei euch verabschieden, bin der Markus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Brettspielparadies.